guten Mittag und wie eh und je einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Ich bin Jack von Jack in the Game und komm zurück zu Pearl World, wie wir mal drauf gehört haben. Und diesmal müssen wir noch einen weiteren Gammos fangen. Am besten einen, der suboptimal wäre für unsere Bedürfnisse. Mal gucken, was wir gleich finden werden. Außerdem laufe ich gerade in das Problem, dass ich eine weitere Kiste brauche, beziehungsweise ich steige um jetzt auf die Holzfässer. Und das ist jetzt ganz kurios, wenn ich es mal so erwähnen darf, weil Fun Fact hierbei ist nämlich, die Holzfässer haben ein deutlich höheres Volumen als normale Kisten. Und sind billiger. Ich könnte natürlich auch auf die Eisentruhe übergehen, hat noch ein bisschen mehr Platz. Ich glaube sogar der Container später hat richtig viel Platz. Aber ist ja gerade egal. Rudelhungriger wilder Perls. Was sind das denn? Das sind drei Stück. Das sind Leasepunks. Das sind Leasepunks. Die kann man locker machen. Empfangen. Muss nur gucken, da kommen sie auch schon. Gefangen, perfekt. Drei Leasepunks. Frage ist gut Perks. Faulpelz, eine Unpack natürlich und der dritte hat Workaholic, nice. Das ist gut. Leasepunk kann ich ganz gut gebrauchen eigentlich. So, ein paar mehr Boxparks würden mir noch fehlen. Pango das auch noch, aber ich möchte mal ganz kurz Gammos finden. Wir müssen hier unten eigentlich rumhocken. Eigentlich. Aber ganz hier unten. Theoretisch. Da ist doch schon Gammos. Ein Gammos. Nur einer, wo ist der Rest? Ich kann den Punkt da holen, vergessen. Ernsthaft? Da ist noch einer. Kaltblütig, nicht so wirklich was Gutes. Das ist halt ein Resistenz-Perk, ne? Oh, das ist ein feuchtes Ei oder das ist ein Ei? Feuchtes Ei. Super. Das ist ein Dungeon. Deswegen gehen wir da rein. Wir gehen mal da rein. Erstmal brauchen wir mal kurz ein Bildchen für ein Thumbnail. Und um. Ich liebe diese Mod. Ich liebe diese Mod. Level 13. Ach, das geht sogar. Und die werde ich natürlich auch noch verlinken. Keine Sorge, die ist in der Beschreibung unten verlinkt. Die Erstellung oder die Installation dafür müsst ihr aber selbst natürlich dann durchführen. Alles natürlich beschrieben im wunderschönen Englisch. Ich denke mal, es wird. Oh. Verständliches Englisch sein für euch. Ich genug Pfeile. Sind halt nicht genug Pfeile. Ich muss mal kurz mal ein Perl dafür mitnehmen. Und mal Rinder mit rein. Die Rinnen mit hin drin im Dungeon drin. So. Oh Gott. Ich erkläre nochmal bitte Deutsch zu reden. Nicht leicht. Ich bin leider ein Mensch, der schneller redet als denkt. Sagt meine Mutter auch immer. Ist ja auch recht behalten. Rinnen, meine Gute, würden Sie mal ein bisschen hier rumlaufen und mir mal helfen, ein paar Perlen zu fangen?
Super. Danke, Rinne. Handwerksmeister. Denn? Aber ein bisschen Schaden hier. Komm, schlag zu. Und muss passen. Ein bisschen Sorge habe, dass sie. Ja. Sorge habe, dass Rennen nämlich so gesehen das Vieh killt, aber gut. Und? Ach komm. Alter! Dankeschön. Guter Läufer. Aber Pyroman noch mit drin, das ist nicht so wirklich. Ja, Pyroman ist auch nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, ich mag diese 10% mehr blablabla Schaden Perks gar nicht. Ein Schuss. Forstmeister. Not bad. Not bad at all. Ich würde sogar die... Das Chickpea, was eigentlich Dings hat, Forstmeister. Ja. Dann Chickpea austauschen gegen Mau und dann halt Chickpea umbenennen zu Irenia. So, mal kurz mal durch. Rechts halten, da ist der Ausgang. Oder nicht der Ausgang, aber da ist der Bossraum. Zu gut. 80% der Fälle. Ja, da ist auch schon, sieht der Baum. Und wir haben... Joy Talk, okay. Ja. Ah, ich habe kein Dings mehr. Au! Keine Pfeile mehr. Ja. Na gut, immer noch zu schwach. Die Bälle zumindest sind zu schwach. Komm rein. Aquaknarre. Okay, gut. Schnitzel. So. 38%. Schön. Au. Komm rein. Wieder zurück. Eine
schön. Fast Profi. Oh, noch ein netter Perk. Ich glaube, hier ist aber nichts weiter an Sachen hier versteckt. Ich habe noch nie hier unten nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer nur Boss gemacht und dann durch bis zum Ende. Ist, glaube ich, nichts. Na gut, wir haben auch keine Munition mehr, das ist ein bisschen spaßig. Bloß, ich wechsle dann gleich mal um auf einem Dreischussbogen. Und hoffe, dass der irgendwie ein bisschen mehr Schaden macht. Life ein bisschen erhöhen um einen Punkt und Arbeitstempo um einen Punkt. Das kann man verkaufen, das behalten wir. Das mal aufheben und kein Technologiepunkt. Ist halb so wild. Hochwertige Werkbank, Metallspitzhacke, Metallaxt, Fellrüstung, Fleischerbeil, mittelalterliches Pharmazie-Werkbank und eine Top-Pflanzen-Set. Das klingt schon mal nach mehr als genug. Fellresistente Feldrüstung 2. Das ist nicht schlecht, das ist blau. Ich glaube 3 ist nochmal 3 gewesen. Ich glaube 4 ist nämlich gelb. Und das hatte ich auf einem anderen Speicher schon gehabt, nämlich. Da kannst du mich bei King Packer zum Beispiel das Legendäre holen. Also legendäre, die legendäre Blaupause zu... Ach komm. Schießt mich doch jetzt tot jemand. Zum alten Bogen. Also den, den wir haben, so gesehen, normalen Bogen. Muss aber hierbei erwähnen, wenn die Beutemenge erhöht wird auf 3, könnt ihr theoretisch sogar das überall eigentlich sammeln. Dieses Gehabe von wegen... Du kriegst diesen Item nur, wenn du diesen Boss machst. Quatsch, weiß ich nicht. Ihr kriegt theoretisch diese seltenen Blaupausen. Überall, wo es Bosse gibt. Jeder Boss gibt es. Es gibt keinen bestimmten Boss, der sagt, du kriegst es nur dort. Ein Quatsch. Du kriegst es wirklich bei jedem Boss eigentlich. Die Chance ist dabei, die Chance ist gering. Aber bei einer Beutemenge von 3 ist die Chance ein bisschen höher. Aber liegt immer noch bei so einem 1%, 2%. Und es gibt nicht nur die Waffen, es gibt auch die Rüstungsteile, also Helme und Rüstung. Ich habe noch nichts anderes gesehen, was jetzt im Sinne, ja, sag mal zu, noch auf legendär ist. Ich habe noch kein Gleiter gesehen, ich habe noch kein Schild gesehen. Wiederum glaube ich aber, warte mal, Gleiter und Schild ist doch alles ganz unten dann, ne? Muss ich ehrlich gesagt wirklich mal gucken. Er müsste eigentlich dann ganz unten sein. Terra-Schild habe ich noch nicht gehabt. Hätte man den Giga-Schild meiner Frau gehabt? Ja, Terra-Schild ist dann goldig. Ja. So, Schnellreise. Ah, nicht da. Lager. Dann würde ich nämlich umbenennen zu Urania. Und Chickpea. Ich habe Chickpea mit Chickpea geschrieben. Wieso, oder? Chickpea, ja, gut. Aufheben. Aufheben, dich auch. Renia 1.0. Nehme ich mit rüber. Workaholic. Na, oh, erstmal in Ruhe rein. Erstmal. So. Echt, unser kleiner Gammos ist hier am Arbeiten.
Jetzt noch nehmen wir am Anfang. Eine zweite. Nee, halt, brauche ich gar nicht. Halt, vergiss es. Was mache ich denn da? Die ganze Zeit Kiste bauen. Ich muss ja nur. So, ich hätte hier mal ran. Ich schaffe mir jetzt zu viele Sachen mit mir rum. Muss mal alles abladen. Schön. Jetzt schmeißen wir mal ganz was so und bauen gleich mal das Fasslager oder das Fassregal. Zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht, so von der. Das ist gerade. Von der Innenausstellung her, wie es aussieht. Ein bisschen mehr Platz. Nur ein bisschen. Ist. Haben wir noch ein bisschen Einungung? Läuft auch super. Ja, ein bisschen mehr Stein wirklich nicht schlecht gerade. Müssen wir noch nicht mal gucken, wo wir es herkriegen. Stein, der ist auch schon Stein. Ja. So. Sobald der Stein weg ist, dann haben wir noch einen Baum. Ja, einen Baum noch und. Ah, schon wieder hungrig. Ich habe nichts zu essen gerade da. Aber keine Bange, ich komme gerade zu. Dann bauen wir ein paar Pfeile und ein paar Perswehr. Wobei Perswehr habe ich noch. Ja, 10 Stück halt, ne? Aber Pfeile unter Dreischussbogen, das wären ein bisschen gerade mehr meine Prioritäten. Oh, da ist eine Ruhe. Ich würde nämlich noch ein Regal aufbauen. Ein weiteres. Aber auch wegen dem Platz. Irgendwo ein Vogel oder warum habe ich sowas verlangen gehört? Hm.
Na, kurz was essen. So. Alle gerade ordentlich am Arbeiten. So muss das auch sein. Müssen wir mal herstellen. Feiner Schmuck. Mal ganz schnell. Ah, sieht aber schon mal sexy aus hier. Einschussbogen, genau. Dann schon mal Penguin machen, beziehungsweise doch ja, Penguin macht das dann. Okay, penguelt man das nicht. Penguelt kümmert sich an die Beeren. Ich würde sagen, unser Rinn, Penguelt, nicht so. Unser Rinnpinguin arbeitet ein bisschen besser. Effizienter, glücklicher. Eine Präzision wie ein Skalpell. Oder in etwa. Los geht's. Na, komm ran hier, Daydream. So, geht doch mal richtig schnell hier gerade. Aber ich glaube, ich mache jetzt gleich auch schon hier Feier mit dem Part. Denn, und es ist jetzt schon wieder um, wie gesagt, die Parts mal ein bisschen kürzer als sonst. Einfach weil, es geht schnell mit dem Hochladen, schnell mit dem Rendern, schnell mit dem Einstellen für euch. Weil sie trotzdem alles für Tage nur kommen. Ich versuche ein bisschen ruhiger jetzt ranzugehen, weniger Stress zu machen und euch somit auch ein bisschen mehr Zeit zwischen den Parts zu geben, damit ihr ein bisschen entspannen könnt. Und ich glaube, ihr werdet euch dann im nächsten, ja, nächsten Part wiedersehen. Dann haben wir bestimmt auch wieder was zu tun. Ich weiß nicht, was wir machen werden, aber irgendwas werden wir machen. Ich denke, wieder ein paar Parts machen. Ach ja. Ansonsten fällt mir jetzt nichts großartig ein, was ich sagen kann. War auf jeden Fall geschmeidig. Vergesst nicht, ruhig mal einen Kommentar oder vielleicht einen kleinen Like hinterlassen. Darüber freue ich mich immer wieder. Und ansonsten Hülle mit einem wunderbaren und auch recht gediegenen Hülle. Also, bis demnächst. Danke fürs Vorbeischauen. Tschüss.